This time, played forward to Matthias Zama. Zama trying to turn inside Miller. A low cross and a dangerous cross as well. Just behind Jörg Stubner. The Aberdeen defence here, to my mind, expecting a high ball. Zama working his way in. Miller came across. He's still getting a low ball and just missed by Jörg Stubner. Theo Schnelder, the Flying Dutchman as he's known at Pataudry. He's certainly won the hearts of the Aberdeen support since he's replacing Jim Leighton in the close season. His early performances indicate just what a quality goalkeeper he is. Robert Connor winning the ball in midfield, battling strongly. That's a good ball wide. Hewitt can't get past Hauptmann. Neil Simpson. Ball on the left foot, a glancing header from Robert Connor again. Getting into a very good position here, did Robert Connor. Watch the ball coming across. Neil Simpson onto his left foot. He looked up. He saw Connor running into space. And the cutest of glancing headers, not too far off target. Ronnie Teuber, 23-year-old. Met by another elder statesman, shall we say, Willie Miller. There is Nicholas. Good play by Nicholas. Shot with a pass, so. And McKimmy retreating into his own half of the field. Stuart McKimmy, the fullback, who likes to come forward and lend support to the attack. And talking of attack, there is Dodds getting a header, trying to find Nicholas. Aberdeen looking for the L initiative. Obviously, Alex Smith is looking for a result here this evening. He told me before the game, any win would do as long as the Germans do not score a goal against us. It's Dresden who have this free kick. And obviously played back to Teuber. Andreas Diebitz. Dynamo Dresden have always been a very tough nut to crack in Europe. Playing up very dangerously. And almost too dangerous. The goalkeeper didn't get it. A snapshot coming in. Connor again. And the Germans almost committing what is known as soccer suicide. Very casual across their own defensive ranks, and they almost paid the penalty. That was a captain. The goalkeeper didn't get it. Dodge was in there causing harassment, and the ball finally broke. And a snapshot from Bett. Trying to set up a move from a quick throw in, but Neil Simpson and Miller. Stuart McKimmy. His favourite right side. Nice head flick forward by Nicholas. Looking for Bett. Bett wins a corner. Aberdeen still corner of the match. And Bett will take it himself. Now, again, McLeish will move forward. So too does Willie Miller. The goalkeeper trying to organise his rear guard. It's an outswinger again. There's McLeish at the edge of the box coming in. Willie Miller! The goalkeeper drops it. Nicholas must score off the line. And away by Matthias Teuber, and a real let off for Dynamo Dresden. It's still not cleared. Over it comes again, and this time Teuber brings the ball out of the air. But a moment of real drama there for Aberdeen. They almost seized the opening. It paid dividends. The two big men coming forward, McLeish and Willie Miller bundling the ball. The keeper couldn't hold it. Then Nicholas in there, and finally a safety interception from Teuber, getting the ball away from the danger area. Connor being forced back some yards. Miller to Robertson again, getting a break of the ball on that occasion. Two men on him. Nicholas trying to turn. Charlie looking for support. Here coming up at the back, McKimmy, superb run by Stuart McKimmy! And just over the top of Teuber's crossbar, a superb build up from Aberdeen. And that was almost the opening goal. A great piece of individual skill by Nicholas. He won the ball, rolled it. McKimmy came up, sidestepped his man, right foot, and just chipped it over the top of the crossbar. Neil Simpson to Willie Miller. And the big fellow, Alex McLeish. I think he thought Hewitt was former there. Aberdeen still have it. That's Hewitt this time. Jim Betts, who can be a midfield master.
Kimi, Bett with the 1-2. And the captain, Pilz, is going to cross to close him down. So too has Lieberum. Jim Bett in a tight spot, doing very well. Great piece of play by McKimmy. That's a free kick. That could be another booking. Certainly, the challenge was rather ferocious. Ralph Hauptmann, the offender, a word of warning. And I think the hand signals of the referee said, cut it out, next time it will be a booking. So a free kick to Aberdeen. In a very good position. Over it comes from Bett, a high ball. Still not cleared, Nicholas shoots off the line! And a real let-off again for the Germans. Charlie Nicholas almost breaking the deadlock. Frank Lieberum. McLeish meets it solidly with his head. Now Davy Dodds, really not controlling that one properly, but it breaks to Jim Bett. Look at the power from Jim Bett. Delicate touch to John Hewitt. Hewitt, there's a cross ball, and away the goalkeeper and defender in a terrible tangle. That could have proved very costly indeed for Dinamo. They get away with it. Crunching tackle there for Willie Miller. May earn them a tongue lashing from the referee. And Ulf Kirsten. And in fact, that's a half time whistle from referee Mr. Mikkelsen from Denmark. So Dinamo Dresden about to restart this second half. And I wonder, the Aberdeen dressing room at half time, the words of Jockey Scott and Alex Smith may have been simply patience, persistence, and pressure. Because I really don't think there are any other tactics that Aberdeen can adopt. They did everything right in that first half except put the ball in the back of the net. Another strange phenomenon that I must admit, that the goalkeeper really hasn't taken many of the goal kicks at all. And this is Andreas Diebitz. Zammer with a touch. Robertson was here quickly. One of these, this bunch of very talented youngsters here at Pataudry, getting his due recognition in the under 21 international squad. Diebitz with a throw in again. Almost head tennis over there at the moment. Jim Betts, challenged by Hauptmann. And Robertson. Nicholas trying to hassle and harry. The yellow jersey standing firm. That's a slight piece of play. Good covering by Neil Simpson. I think the round of applause says it all on that occasion. Stuart McKimmy being allowed to come forward. Nicholas challenged behind, play continues. Good advantage by the referee. Robert Connor to Jim Bett. Bett wanting Connor to go wide, someone else to cut inside him. Nicholas is still down, he's injured. Played wide by Hewitt. Alec McLeish in an unusual position. There it goes, a high ball in. Connor knocks it back, a chance for David Dodds. Robert Connor and Neil Simpson blocked there by a thigh of a German player. And really Aberdeen ought to have stuck that one away. The referee's whistle goes now. That will allow attention to Charlie Nicholas. He's still down injured. The referee is waving the Aberdeen physio onto the field. There is Charlie Nicholas. He certainly has had a few close challenges upon himself this evening. Now watch this opening. This really should have been put away. Robert Connor doing very well there, being challenged all the way. David Dodds, almost a missed kick. Now Connor was onside, he got back on his feet, he left it to Simpson, and blocked there by an outstretched leg from Diebitz. Now Charlie Nicholas getting some of the magic spray nowadays. I think the days of the magic sponge are long gone. A round of applause for Charlie Boy. And a cacophony of boos echoing round Pataudry Stadium. Because the Aberdeen fans know full well that a 0-0 scoreline here could be adequate for the Germans. There's McKimmy. Some urgency there to Simpson. Great play from Neil Simpson. He's got Nicholas inside. He tips across. Headed away by Troutman. And Döschner almost casual with that claims. Jim Bett picks up the loose ball between two players. Is it a chance, Charlie Nicholas? He
fact, it was Robert Connor who came in, and the goalkeeper very alert there. It had to be getting down and smelling that ball. But once again, Robert Connor, as he did in that first period, getting in to the striking position. The ball came across from Jim Betts, dodged Joey's marker away, and there was Connor bringing it down, turning first time, and good goalkeeping by Teuber. And Neil Simpson, who really has battled and beavered in midfield. Slack play again, though, from Aberdeen. Simpson leaves it to Jim Betts. Davy Dodds trying to find Jim Betts. Jim Betts inside the area, looking for an opening penalty kick. Must be a penalty. The referee looks away, wants nothing to do with it. Robert Connor looks towards the linesman. And certainly that must have been a very close call. So, coming on is young Paul Mason. Going off is John Hewitt. As I did say, they seem to be showing signs of tiring. So 24 minutes into the second half, and obviously a fresh pair of legs to try and run at this German defence. Swept away there in no uncertain terms. Neil Simpson then with a throw-in. Leaves it to be taken by Robertson. Dodds to McLeish. Aberdeen certainly pushing forward. Robertson again. Delicate chip looking for Nicholas. There he is. Charlie Nicholas gets past his man. Another man comes to mark him though. It was Hopman. Jim Betts gets the ball over. Davy Dodds a back. Getting another chance. McKenna! And a save by the goalkeeper. Dodds plays it back and McKimmy over the top of the crossbar. What must Aberdeen do to put the ball into the back of that net? It was a fine cross ball from Jim Betts. He made the opening. A cut back header from David Dodds. And it was that man, Robert Connor, again. He got the header. And somehow, Ronnie Teuber retreating back onto the goal line to paw the ball away. Another chance goes a-begging for Aberdeen. Neil Simpson flicking it forwards. Nicholas, Charlie Nicholas. Fended away from his man, he gets in a good cross ball. A snapshot from Robert Connor, again it's blocked. Played back in. Headed away by Deschner. Now Neil Simpson battling tenaciously for the ball. Two Germans in, McLeish gets a sliding tackle and a dreadful challenge on Jim Betts, on Charlie Nicholas it was rather, by Uwe Kuchner. I don't think he will be booked. It's the word of warning. This late stage in the proceedings. It certainly gives Aberdeen once again another opportunity. And they really have to try and exploit the Germans from this set piece. Neil Simpson joining the defensive role. The referee not happy that they've retreated the statutory 10 yards. Bringing them back to where he thinks they should be. Bet runs over the ball, played in. Connor looking for David Dodds, head flicked away by Zammer. Connor very unfortunate once again. You can see how keen Aberdeen are to get the ball back in play. Robert Connor with a flag kick. There's a header, oh superb save by Teuber. Appeals for a penalty, they waved away, and an uproarious situation among the fans in front of us. They certainly thought there was an infringement there. The header, the powerful header was by Alex McLeish. It was an instinctive stop by the goalkeeper. The ball has gone dead again. There it comes, over comes across. McLeish getting in the powerful header. In fact, the goalkeeper reacting very quickly indeed. Frank Lieberham with the kicker from goal, no hurry. And in fact, there goes the final whistle from referee Mickey Gilson, and the boos around Pittodrie say it all. One has to say, a rather disappointing result here on the evening for Aberdeen. So much of the play.
der Schnarr. Und das 2:0. Ulf Kirsten erzielt das ganz, ganz wichtige 2:0. Nach 65 Minuten die Erlösung. Ein bisschen Pech hat Snelders. Der Ball geht durch seine Beine. Oh, war dieser zweite Treffer wichtig. Und ich freue mich für Ulf Kirsten, dass er der Schütze dieses 2:0 ist, denn er ist bisher der drangvollste Stürmer auf dem Platz gewesen. Da kann er erst einmal kräftig durchatmen. Der 22-jährige Flügelstürmer der Dresdner Mannschaft, nicht auch in unserer Auswahl. Sehr schön auch die Vorarbeit von Matthias Döschner. Und nun sollte endlich etwas mehr Ruhe einziehen ins Dresdner Spiel. Comunque molte chance di rifarsi a Lisbona nel ritorno. E passiamo a Dresda Vargen 4-1, dodicesimo, prima segna Kirchen in mischia provocata da questa azione, ecco il gol di Kirchen, e poi c'è una tripletta di Kirsten, prima segna al 23esimo, tiro piazzato, mischia e gol di testa. Anche qui lo schema si ripete, sembra un po' Partizan Roma per quanto riguarda lo schema del gol. Punizione, intervento ancora di Kirsten, 39esimo, e il terzo gol del Dinamo Dresda. Ancora calcio di punizione, due colpi di testa e il terzo gol da parte di Kirsten al 12esimo della ripresa, che comincia a ondeggiare per festeggiare la sua tripletta. Al 38esimo poi il gol del Vargem per merito di Niederbacher, eccolo. E concludiamo con Uipes Doscia Bordeaux. Wird mit einem roten Ball gespielt, einem fernsehfreundlichen Streitobjekt also. Der Pass von Gitscho war gut. Dubitz. Vorteil. Einwurf Dresden. Noch nicht. Herrlicher Hinterhaltschuss von Trautmann und erster Eckball. Da musste sich Tancredi ganz lang machen. Die Wiederholung leicht abgefälscht. Deshalb Ecke. Zuletzt von einem Römer weitergeleitet, Eckball Nummer 2. Die erste Druckphase der Dresdner Mannschaft, jetzt nach 10, 11 Spielminuten. Uwe Pilz. Und Minge war, wie das im Training oft praktiziert wird, dort am kurzen Pfosten, wollte das Leder weiterleiten. Und daraus entstand sofort Gefahr. Trautmann hatte da die Hände mit im Spiel gehabt. Gegenfaller. Und hier Giannini. Kapitän. Zuletzt wie Rizzitelli beim 1:0-Sieg gegen Europameister Niederlande im italienischen A-Auswahl aufgebot. Nela hängt wie eine Klette an Kirsten. Das kommt nicht überraschend. Er wird sich herumgesprochen haben bis nach Rom, dass diese Ulf Kirsten im laufenden Wettbewerb schon 4 Treffer erzielt hat. 2 Thorsten Gütschow, einen der junge Uwe Kirchner.
Handspiel von Policano. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, verstärkt er den Zweimannangriff auf der linken Seite. Und Elfmeter, Foul gegen Kästen. Klare Entscheidung, das Foul von Oddi gegen Kästen nach 13,5 Minuten. Die Wiederholung, da geht er vorbei am ersten an Kolovati und dann kommt das lange Bein und da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Hier ist der Sünder. Oddi hatte den drangvollen Dresdner Flügelfetzer gestreckt. Und nun hoffen wir nur, dass Thorsten Gütschow ebenso nervenstark sein wird wie zuletzt. Wie ja vor allen Dingen zuletzt in Barchen, als er nach dem bedrohlichen 0:2 Rückstand das so wichtige 1:2 erzielte. Dort per Handstrafstoß. Steht wieder die Frage, mit links oder mit rechts, hoffentlich hat er den Nerven, es ist egal. Hauptsache er trifft. Und wie er trifft. Und wie er trifft, der Thorsten Gütschow, der hat ja Nerven wie Drahtseile, der Junge. 15. Minute, das hochverdiente 1:0. Heute mal wieder zur Abwechslung mit dem linken Bein und in die andere Ecke. Vor wenigen Tagen gegen die Aue mit dem rechten Bein in die linke Ecke. Also das macht er ja wie ein Routinier, wie ein Meister. Dieses Tor wird dem quirligen Linksaußen viel, viel Selbstbewusstsein mitgeben. Das ist das, was ich meinte und was Eduard Geier vor allen Dingen meinte, dieses Schließen der Lücken, eben meisterhaft demonstriert von Stübner. Gütschow, da wird nicht lange gefackelt. Döschner. Das sind tolle Szenen. Das wollen wir sehen von der Dresdner Mannschaft. Und das kann sie auch. Döschners Rechtsschuss. Lag nicht schlecht, aber ging wohl doch um einige Meter am Tor vorbei. Die Hintertorperspektive beweist es. Kein Handspiel mit der Brust. Und jetzt gibt es Eckball, den dritten. Es wäre fast zu schön, zu glatt, sollte jetzt vor der Pause noch ein 2:0 gelingen. Noch sind 12 Minuten Zeit. Und ein herrlicher Kopfball von Minge. Auf der Linie stand da, wenn ich es richtig gesehen habe, Giannini. Kopfball von Minge in der 33. Minute. Auf der Linie, jawohl, der Kapitän Giannini und er. Flügelspiel noch etwas stärker zu betonen.
Dazu darf auch Ulf Kirsten nicht allzu sehr nach innen drängen. Na, diesmal bleibt's dabei. Kein Strafstoß, Kirsten war wieder in Position gekommen und wird auch getroffen. Schöner Heber, aber Tancredi hatte aufgepasst. In den letzten 3-4 Minuten sind die Dresdner offensichtlich bemüht, noch einmal das Tempo zu forcieren, das Spielgeschehen an sich zu reißen. Es laufen die letzten 11 Minuten. Stübner. Abseits angezeigt. Die Römer wissen freilich um ihre Heimstärke. Da haben sie in den letzten Jahren schon so manches Spiel drehen können. Und für sie dürfte dieses 0:1 durchaus ein vertretbares Auswärtsresultat sein. Es könnte noch einen Wechsel geben in der Dresdner Mannschaft. Kirsten wurde festgehalten von Oddi. Und das 2:0! Das 2:0 durch Minge! Vater des Tores, Ulf Kirsten, wurde zwar von Oddi festgehalten, da versucht er auch noch zu häkeln, dann die präzise Eingabe und Ralf Minge steht goldrichtig. Minute. Das freut mich für den 28-jährigen Ralf Minge. Das wird ihm weiteres Selbstbewusstsein geben. Auch für das Rückspiel in 14 Tagen. Das war einer zu viel. Jetzt die leichte Verunsicherung in der Dresdner Mannschaft ausnutzen. Na, das war wohl keine Abseitsstellung. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Wenn ich jetzt gesagt habe, Verunsicherung der Dresdner, meinte ich natürlich Verunsicherung der Römer Mannschaft. Stübner warf da den letzten Rettungsanker.
Andrade seit seiner Einwechslung zwar mit guten Szenen am Ball, aber insgesamt doch behäbig wirkend. So, nun gibt es auch noch eine Einsatzchance für den 19-jährigen Uwe Jänich. Er kommt für Ulf Kirsten, der jetzt ganz sicher großen Beifall erhalten wird von den 36.000. So langsam, behutsam soll der pfeilgeschwinde Uwe Jänich an größere Aufgaben herangeführt werden. Missverständnis zwischen Giannini und Desideri. Ja, was sagt denn Kommentator 2-3 Minuten vor dem Ende bei solch einem Europapokal-Hinspiel bei eben diesem Stand von 2-0? Ein Garantieschein ist es nicht, solch ein 2-0 bei der anerkannt starken Leistungsfähigkeit der Römer dann im eigenen Stadion. Völler hatte da geschoben. Und Freistoß für die Dresdner Mannschaft. Aber solch ein 2-0 zählt erst einmal. 2-0 zu Hause gegen den FC Aberdeen. 4-1 gegen den belgischen Vertreter KSV Waregem. Und nun ein 2-0 gegen AS Rom. 90 Sekunden vor dem Abpfiff. Zeugnis gewachsener Reife, gewachsener Spielstärke der Dresdner Mannschaft. Nun hoffen wir, dass sie dies dann auch in 14 Tagen in Rom beweisen können. Was da auf die Dresdner zukommen wird, das haben die wenigen Ausschnitte des 2-0-Erfolges, die wir Ihnen zeigten, in unserem Fußballpanorama gegen Belgrad bewiesen. Die 90. Minute läuft bereits. Menge, der Schütze des so wichtigen 2-0. Schöner, öffnender Pass hinüber auf Diebels. Auch er hat stark gespielt. Und jetzt Matthias Sammer in Abseitsposition, aber der Schiedsrichter ließ weiterspielen. Jetzt bereits 20 Nachspielsekunden. Er hatte ja angedeutet, aufgrund der Verzögerungstaktik der Italiener beim Stande von 0-1 wird es sicherlich eine Nachspielminute geben. Und ein Spaßvogel scheint da auch zu sein, aber da pfeift er die Begegnung ab. Und ich glaube, der Jubel kommt zurecht. Der Jubel für eine konzentrierte Leistung erneut, auch gegen diese renommierte Mannschaft von AS Rom. Der Lohn, ein 2-0-Erfolg, herausgekämpft und phasenweise auch prächtig herausgespielt. Torschützen Gütschow nach 15 Minuten und Minge nach 81 Minuten. Und damit gebe ich... Siamo al 48 minuto e mezzo. A questo punto forse Policano tenterà il tutto per tutto.
Ecco il tiro di Policano e para molto bene Teuber. È la parata più bella che deve fare Teuber sulla gran botta di Policano. La palla finisce in calcio d'angolo. Rivediamo ancora il gran tiro di Policano. Non c'è tempo per battere il calcio d'angolo. Le squadre che vanno a riposo col punteggio di 0-0. Linea allo studio mentre rivediamo ancora la punizione di Policano. Ci risentiamo fra un quarto dell'incontro Roma-Dinamo Dresda, incontro di ritorno degli ottavi di finale. Attenzione Giannini, grande palla, traversa, sfortunata la Roma in questa conclusione. Giannini aveva una palla gol al 45esimo secondo che è finita sulla traversa. Rivediamo il tiro di Giannini a botta sicura, la palla sulla traversa. Ecco inquadrato Giannini che ha avuto dopo 45 secondi della ripresa la palla che poteva rimettere in discussione la qualificazione ai quarti di finale della Coppa UEFA. Il punteggio è di 0-0 al termine del primo tempo e la Dinamo Dresda adesso ha guadagnato un calcio d'angolo, il secondo, 4-2 gli angoli per la Roma, anche se la Roma il quarto non l'ha battuto proprio alla fine del tempo. Ecco l'angolo battuto da Hauptmann, entrato nel secondo tempo con il numero 14. Vi ricordo la formazione della Roma che gioca con Tancredi, Gerolin, Tempestilli, Nela, Collovati, Desideri, Renato, Conti, Föller, Giannini e Policano. La Dinamo Dresda ha cominciato con Teuber, Trautmann, Liberam, Dibitz, Döschner, Sammer, Stubner, Pilz, Kirsten, Kirchner e Gutschow. È uscito il numero 10 Kirchner, il giocatore che marcava Renato, e al suo posto è entrato Hauptmann. Ecco in azione Bruno Conti, cerca di servire Tempestilli, recupero dello stesso Conti, in profondità si perde il suo lancio, Liberam anticipa tutti, ma il suo rinvio poi è sbagliato, direttamente in fallo laterale. Da Tempestilli a Policano, nella mischia alla meglio la squadra della Dinamo, poi Tempestilli ferma ancora Kirsten in fallo laterale, resta leggermente contuso Tempestilli però pronto a rialzarsi, mentre era già scattato il dottore Olicicco. Rimessa in gioco della Dinamo che all'andata ha vinto per 2-0, la Roma per ribaltare la situazione deve vincere con 3 gol di scarto. Desideri si avrà bene Bruno Conti, possibilità di capovolgimento di fronte, affiancato Conti dallo stesso Desideri, serve invece dalla parte opposta verso Renato, sempre controllato da Kirchner, quindi non è Kirchner il giocatore che è uscito. La Roma ha guadagnato un calcio d'angolo ed è questo il quarto angolo efficace e effettivo che viene battuto, quindi è probabile che sia uscito il capitano Pilz. Ecco l'angolo, palla per Collovati, si gira, alta ancora la conclusione di Collovati. Mentre vediamo che Tempestilli è andato dal massaggiatore Marinucci, approfittando di una brevissima pausa, comunque resta regolarmente in campo, mentre Liberam effettua questa rimessa ancora sbagliata. La rimessa in gioco di Gerolin. Verso Renato, non è cambiato dunque il marcatore di Renato che continua ad essere il numero 10 Kirchner. Bel intervento difensivo di Collovati che evita sia il fallo che il fallo laterale. Gerolin per Renato, lungo la linea dell'out alle prese con Kirchner, si libera dell'avversario il brasiliano, va via bene Renato, cerca di far proseguire Föller, il cross di Föller viene anticipato Giannini da Stübner, Stübner il numero 3 che controlla il numero 7 che controlla Giannini con un asfissiante marcamento. Insiste la Roma che sta effettuando una sorta di forcing in questo avvio di ripresa,
va al tiro Nela, sperando forse che sulla palla possa inserirsi qualche compagno. La cosa non riesce, questa incursione di Nela dopo 5 minuti e 15 secondi, mentre si fa sentire molto forte il sostegno del pubblico. Sono circa 30.000 gli spettatori presenti all'Olimpico oggi. Dibitz, Kirsten, verso Guccio, fermato molto bene da Gerolin, esce poi dalla mischia Desideri spingendo avanti l'azione, mentre prosegue Feller, cerca di liberarsi Policano, Trautmann interviene su Feller e manda in calcio d'angolo. Efficacissimo anche il servizio d'ordine di controllo da parte della polizia scientifica guidata dal dottor Scevola, che ha anche molte telecamere a disposizione. Ecco Policano, la palla rimbalza. Rinvio di Liberam, attende e raccoglie con Lovati. Conti, giocatore più abile a farsi trovare smarcato. Conti si libera ancora, ribattuto un suo tentativo di tiro, riprende però, forse c'è un fallo di gioco pericoloso, in effetti così è, su Desideri, quindi c'è un calcio di punizione in favore della Roma. Ancora un'altra possibilità per i prombolieri, Policano e Desideri. Da quella posizione forse un mancino come Policano si fa preferire per tentare la conclusione. Vediamo Giannini affiancato proprio da Policano. Viene invece servito Bruno Conti, a sorpresa la palla viene ribattuta da Liberam. Gerolin, Conti verso Renato che va a terra in area, il gioco comunque prosegue. Policano recupera la palla, Policano va al tiro, gol mancato di un soffio con deviazione all'ultimo momento in calcio d'angolo sul bel tiro di Policano, gol fallito di un soffio dalla Roma, sfortunata in questa circostanza. Viene battuto intanto l'ottavo calcio d'angolo, esce Teuber e blocca. Abbiamo rivisto intanto l'episodio che ha portato a questo calcio d'angolo. Viene servito Sammer, attenzione al rischio del contropiede. Hautmann controlla, va al tiro ed è bravo ancora Tancredi a deviare a sua volta in calcio d'angolo sulla conclusione del numero 14 del Dinamo Dresda. Seconda palla gol della ripresa, fallita di un soffio dalla Roma. Prima con Giannini sulla traversa, poi con Policano, la cui conclusione è stata deviata proprio di un soffio in calcio d'angolo, quando sembrava infilarsi nell'angolino basso. La Dinamo batte il suo angolo e la Dinamo va in vantaggio con Guccio, colpo di testa di Guccio, Dinamo in vantaggio, 24esimo minuto del secondo tempo praticamente. Questo dovrebbe essere l'episodio che risolve tutto. Ecco l'angolo, Guccio, il portiere era uscito, poi voleva rientrare e Guccio era libero sul secondo palo e ha infilato. Dinamo Dresda 1, Roma 0, 24esimo minuto del secondo tempo. È ormai questo l'episodio che, a meno di sorprese clamorosissime, dovrebbe aver risolto a favore della Dinamo Dresda la qualificazione ai quarti di finale. Un 30 secondi dopo che la Roma aveva avuto con Policano una palla gol importantissima deviata di un soffio, nell'azione di replica in contropiede Hautmann era andato a procurarsi un calcio d'angolo, aveva battuto lui stesso l'angolo sul quale Guccio di testa ha battuto Tancredi. Hanno ancora qualcosa da recriminare i giocatori della Roma, forse per una posizione irregolare di Guccio o per eventualmente un fallo sull'avversario, ma nell'arbitro e nei guardalini hanno ravvisato nessuna scorrettezza, hanno ritenuto regolarissima l'azione che ha portato in vantaggio la Dinamo Dresda proprio nel momento in cui la Roma stava effettuando la pressione più violenta. Va al tiro ancora Desideri, conclusione fuori, e soprattutto nel momento in cui aveva saputo costruire un paio di azioni almeno in cui il gol era possibile.
Un'incursione di Deschner viene fermata irregolarmente. E adesso poi la partita diventa preda anche di nervosismi assolutamente fuori luogo. Conti è andato a cercare forse di far da pacere, comunque è evidente che in questo momento i nervi stanno saltando. E Giannini, il giocatore che deve essere ammonito. No, è Gerolin, il giocatore ammonito. Giannini cercava di convincere ancora l'arbitro a tornare sulla sua decisione. Quinto ammonito. Rivediamo l'episodio, ecco Deschner e poi vediamo l'intervento di Gerolin. Conti era andato anche lui lì vicino cercando di calmare un po' gli animi, è lo stesso Conti che ora devia il cross in fallo laterale. Deschner, pericoloso tiro cross che Tancredi vede, stava diventando pericoloso, era nello specchio della porta. Quinto angolo in favore della Dinamo. E ancora Hartmann va a battere l'angolo. C'è un fallo di Desideri e c'è un calcio di punizione in favore della Dinamo. Batte Dibitz il calcio di punizione in favore della Dinamo. Siamo giunti al 28esimo minuto della ripresa con la Dinamo Dresda in vantaggio per una rete a zero. Respinta ancora da Tancredi, una conclusione d'ambiente, la squadra, il pubblico, i sostenitori, i giocatori in campo. La rimessa in gioco è di Bruno Conti. Tempestilli, si smarca Gerolin dalla parte opposta, Tempestilli lo vede, lo serve. Giannini, la difesa è sempre ottimamente appostata. Summer effettua un rilancio sul quale c'è l'intervento ora di Nela dopo quello di Collovati. Summer, Hartmann viene fermato però da Tempestilli, ma il secondo tentativo è buono e viene lanciato Stubner, contropiede di Stubner, Summer, conclusione che finisce sul corpo di Collovati e va in calcio d'angolo. Sesto angolo, aumentano, adesso sono tre consecutivi gli angoli per la Dinamo. Dopo l'ottavo calcio d'angolo che la Roma non ha saputo sfruttare proprio sulla palla deviata a Policano di un soffio, è venuto fuori il contropiede, nato proprio il gol dal calcio d'angolo susseguito al contropiede, e da allora il potenziale offensivo della Roma si è ovviamente ridotto, quasi rassegnata la squadra e l'ambiente. Ecco Tancredi che para una prima volta ma non la seconda e la Roma subisce il raddoppio, vi dicevo, di rassegnazione. Infatti così è stato Kirsten al 34esimo a segnare il raddoppio, ancora da calcio d'angolo, stessa situazione di prima. Ecco, c'è un primo tentativo di Kirsten sul quale Tancredi respinge come meglio può, riprende lo stesso Kirsten e raddoppia e siamo dunque al 2-0, lo stesso risultato dell'andata, 2-0, stesso punteggio con cui aveva chiuso vittoriosamente la partita di andata. I marcatori sono stati Gutshow al 24esimo del secondo tempo su un colpo di testa da angolo scaturito da un contropiede della Dinamo Dresda dopo che la Roma aveva sfiorato per la seconda volta nel giro dei primi 20 minuti il gol, e poi 10 minuti dopo ancora su azione nata da un calcio d'angolo per merito di Kirsten. Alla Roma il rammarico degli errori difensivi all'andata a Dresda e della poca fortuna che ha avuto
nel incontro di ritorno prima che la Dinamo andasse in vantaggio, ma il superamento del turno da parte della Dinamo è stato pienamente legittimato da una condotta tattica molto accorta da parte della Dinamo, che si è dimostrata all'altezza di questo suo trionfo che sta ottenendo nel... Si trova nel suo ambito naturale, aveva già raggiunto infatti in passato i quarti di finale due volte nell'ambito della Coppa Campioni nel 76-77 e nel 78-79, e dunque sicuramente è una squadra che nelle previsioni aveva appunto un lungo cammino in ambito internazionale. Ha superato ostacoli importanti quali l'Aberdeen nel primo turno, il Waregem, squadra belga, Aberdeen scozzese, Waregem, dicevo, nel secondo turno, e la Roma, ricorderete, nel terzo turno. Quindi avversari sicuramente scorbutici, duri, difficili, che hanno dato però l'esatta dimensione di quello che rappresenta oggi la Dinamo Dresda, un vero e proprio squadrone che infatti sta dominando il proprio campionato dopo 14 giornate con 13 vittorie, un pareggio, a 7 punti di vantaggio sulla seconda che è l'Hansa di Rostock. Sicuramente diverso invece il discorso per il Vittoria Bucarest, una squadra che ha sovvertito un po' tutti i pronostici. Terza squadra di Bucarest, rappresenta in effetti un record assoluto per questa città, con tre squadre nei quarti di finale delle varie coppe, la Steaua in Coppa Campioni, Dinamo Bucarest in Coppa delle Coppe, appunto il Vittoria in questa Coppa UEFA. Ha sovvertito, dicevo, tutte le previsioni della vigilia, un po' il fratellino minore che però è riuscito a fare strada comunque in ambito internazionale, anche favorito da un calendario tutto sommato facile, da sorteggi favorevoli. Appunto nel primo turno ha eliminato lo Sliema Wanderers, squadra maltese, nel secondo ha sofferto contro la Dinamo Minsk, squadra sovietica, e nel terzo ha fatto fuori, non senza soffrire, i finlandesi del Turun Palloseura, e dunque rappresenta la grande sorpresa di questi quarti. Attenzione alla Dinamo Dresda, subito in attacco, parte un cross, il gioco è fermo però, l'arbitro, lo scozzese Saem, ha ravvisato una irregolarità. Attenzione, richiama adesso uno degli uomini più attesi, cioè Kirsten. Colpo di scena, colpo di scena, attenzione, colpo di scena. Che ha già realizzato, anche se due sul calcio di rigore, Solomon. Ecco Stefan, un triangolo che non si chiude. Prontissimo Kirchner, la riparte Pana. Buon il lavoro di Urzia. Insiste il Vittoria, ancora Pana. Cerca Urzia, ma la usa male stavolta il passaggio. Ha riaperto Daniel. Buon il triangolo Pinza, ma c'è fuori gioco di Hoffman. Fuori gioco di Hoffman, quando siamo giunti quasi al 18esimo. Una Dinamo Dresda che cerca di non tralasciare queste possibilità di contropiede immediato. D'altra parte, senza Kirsten le cose si sono complicate molto, anche se la fisionomia generale dell'incontro non è cambiata, sicuramente la Dinamo un po' più prudente e meno pericolosa potenzialmente rispetto all'avvio. Una garanzia che però il Vittoria Bucarest non sembra voler sfruttare troppo, in effetti cerca di non sbilanciarsi troppo la squadra di Alagian, temendo molti tedeschi. Zira, tenta il numero Zira, ma Mauch ha messo fuori. Insiste Kojokau. Ursu, buona la finta di Ursu, ha tentato un tiro, è venuto fuori un cross. Summer alla caccia del pallone, ha riaperto Solomon. Kojokaru pronto a cross, lo effettua, forse è stato spinto Korash, si prosegue ancora Summer, c'è grande agonismo in campo, notevole ritmo, ma manovra piuttosto involuta da una parte e dall'altra. Si gioca in spazi molto stretti praticamente nella tre quarti della Dinamo Dresda, si fa fatica a uscire da quella zona, ma al tempo stesso il Vittoria non riesce a trovare lo spazio utile per le conclusioni, riesce a premere fino al limite dell'area di rigore, poi i difensori di Geyer hanno sempre la meglio. Summer anticipa Ursu, pur avendone subito la carica.
molto Pignolo, Sainz fa arretrare di un paio di metri. Kishen, poi Maux, chiamati in causa Ronny Tauber, portiere 24enne della Dinamo Dresda. E riparte Pils. Buona apertura di Pils. Ha tentato Ming. Si prospetta un pomeriggio tranquillo per lui. Gran lavoro di Kuchov. Le finte di Pils. Hopman. Pesca bene ancora Kuchov. Bel lavoro di Kuchov. Lancia ancora Ming in posizione regolare, attenzione. Al centro anche Summer, subito ribattuto in cross, calcio d'angolo, solo calcio d'angolo per la Dinamo Dresda, che era riuscita ad orchestrare un contropiede niente male, anche se in inferiorità numerica traspare comunque la superiorità tecnica e tattica, forse anche fisica, dei tedeschi. E adesso Pils, Hans-Uwe Pils. Anche lui è stato in nazionale in passato, oggi ha 31 anni, un po' capo carismatico di questa squadra. Attenzione alla sua sciabolata, a rientrare, c'è una deviazione, Ming anticipato, Koras, si sfiora l'autogol, nel peggiore dei casi un assist per Kuchov che era in agguato, che evidentemente non si aspettava un regalo simile da Koras, ma c'è ancora calcio d'angolo. Si infiammano i tedeschi, a gran voce Uwe Pils che va a battere, calcio d'angolo, lo vedete inquadrato, molto insidiosa da sinistra la sua traiettoria, a rientrare, vediamo da destra, Pils, è lo stesso sul primo palo, Ming, e c'è il gol, Kuchov, torre di Ming. E Kuchov porta in vantaggio la Dinamo Dresda al 23esimo di gioco. Nonostante stia giocando in 10 uomini, la squadra di Geyer trova il modo per passare in vantaggio. Al primo affondo, su due calci d'angolo, battuto davvero con grande maestria da parte di Pils. La difesa del Reis e del Lokomotiv di Lipsia. Si comincia il secondo tempo da sinistra a destra, la Dinamo Dresda, maglia gialla, calzoncini neri, da destra a sinistra invece Vittoria Bucarest, maglia azzurra con bordi bianchi. Abbiamo visto entrare in campo con il numero 14 Mirea, attendiamo qualche istante per capire al posto di chi è entrato Mirea. Vediamo Solomon, vediamo anche Stefan, c'è Pana in campo. C'è anche Ursu, in possesso di palla ora Zira, c'è Solomon, preferisce penetrare Zira, poi l'anticipo. C'è anche Kojokaru, e riesce ad evitare Doschner quello che sarebbe stato il calcio d'angolo. Ed è uscito Daniel, dunque con il numero 4 non c'è più Daniel, al suo posto Mirea. Solomon, Koras, va via Koras, il cross arretrato, attenzione, pasticcio di Ursu, colto in controtempo Ursu, recupera Mirea. Dunque non c'è più Daniel in campo dall'inizio del secondo tempo, al suo posto Mirea, e riparte Koras adesso, ma l'anticipo di Trotman, che poi fa fuori anche Zira, forse aveva commesso fallo, comunque la rimessa laterale è per i tedeschi. 2 minuti di gioco del secondo tempo, sempre Dresda in vantaggio. Mi è stato comunicato nell'intervallo che la regia, attenzione, Solomon penetra, vince un tackle, Solomon rete, proprio lui, Solomon, dopo il tocco di Damaskin e il grande pasticcio della difesa tedesca,
Solomon ha seguito l'azione che lui stesso aveva alimentato, è stato Damaskin a riconquistare palla, un malinteso evidentemente tra Tauber e i difensori e proprio Capitan Solomon al secondo minuto trova un pareggio molto importante che potrebbe riaprire il match, ridare se non altro fiducia al Vittoria. Intervallo provvidenziale e naturalmente un risultato che anche così andrebbe benissimo alla Dinamo Dresda. Dicevo, nell'intervallo mi è stato comunicato che probabilmente voi avete la visione del replay delle azioni più importanti, mentre qui in cabina nel monitor a mia disposizione non viene riproposto il replay delle azioni, dunque mi è impossibile commentarlo. Ma è un contributo che la regia naturalmente offrirà anche in questo secondo tempo a vostro beneficio. Ecco Solomon, anticipato, Mirea, tocco di Korash, ancora Solomon, parte sempre molto da lontano Solomon, però al di là del fatto che il rigorista ufficiale della squadra ha già realizzato il primo gol sul calcio di rigore, ma ne ha realizzati con questo altrettanti su azione. 4 gol per lui, ancora Solomon in azione, c'è Korash, penetra ancora, attenzione Tauber! Ha avuto qualche momento di smarrimento in avvio di ripresa, ma adesso l'incontro sembra tornato equilibrato. Minghe, Mirea si oppone ma concede il calcio d'angolo ai tedeschi. Con tutta calma Pils, anche troppa calma, infatti l'arbitro sta controllando il cronometro, fa capire evidentemente che tende a recuperare in questi casi e allora si affretta un po' poi Pils. In questi casi attenzione a Minghe, sempre appostato sul primo palo e Guccio fa le spalle, infatti il cross era corto ma troppo in questo caso. Ha recuperato ancora Pils verso Hopman, fuori misura Solomon, un buon barco per lui. Damaskin chiude Kirchner. Era stato spinto Damaskin, poi ha tentato di rifarsi, l'arbitro lo sta richiamando adesso. Ha visto tutto, Sain, attentissimo. Mirea. Solomon. Anticipo netto di Trotman. Solomon recupera, smista bene, Kojokaru, Korash, è regolare l'intervento di Maox su di lui, e sfuma anche questa opportunità. Il tocco di Urze è molto buono, Solomon, si inserisce Ursu, il lancio è per lui, fuori misura però. Poi recupera Solomon, ha un attimo di decisione e viene bruciato, sciupato tutto Pils, Korash, riapre ancora, Zira. E c'è una contraddizione, il guardaline aveva accordato semplice rimessa dal fondo e a mio avviso aveva ragione lui. L'arbitro concede invece calcio d'angolo. Al momento del cross di Zira il pallone era già uscito a mio avviso, ma è Saim che comanda, parte cross, Korash, gran tiro di Korash, ancora una volta svettano i tedeschi. Janig, Kojokaru, Ursea, lo insegue Guccioff, Kojokaru, buon il lancio per Ursu, penetra, Ursu, tocca all'indietro, gran botta, Tauber si salva, tiro di Solomon, provato ancora Ursea, è teso il cross, messo fuori da Mauch, Ursea, Kojokaru, chiama palla Damaskin, cross è per lui, Mirea, Damaskin, non va, Pana, Ursea,
apre subito, Solomon, fa fuori Summer, cross, Korash, la sponda, arriva Pana, si allunga troppo il pallone, cerca il rigore, un brutto fallo adesso di più di 3 minuti al termine, sempre 1-1. Pubblico tedesco sente aria di qualificazione, ripeto, storica per le semifinali. Parti cross, Tauber, molto bravo, su Damaskin, che ha commesso anche fallo, non rilevato dall'arbitro che ha invitato infatti Tauber a rialzarsi subito. Rinvio lungo, in avanti non c'è nessuno, ma si respira un po'. Una retroguardia stremata, quella della Dinamo Dresda, che ha un po' ballato nella fase centrale di questa ripresa. Kojokaru, Ming addirittura. Ancora Ming interrompe l'azione. Korash verso Zira, intervenuto Mauch. Pallone in tribuna, subito l'arbitro ne pretende un altro, puntualmente riappare quello di prima. Si tratta di semplice rimessa laterale. Mauch fa finto tonto, come si dice, aveva capito benissimo, ma sono piccoli stratagemmi per guadagnare secondi. Poi in debito d'ossigeno la Dinamo Dresda. Uzza, Solomon, c'era fallo su Solomon, l'arbitro ha atteso un attimo, cercato di valutare se fosse il caso di accordare la norma del vantaggio. Un minuto e 20 secondi più eventuale recupero al termine. Provato Stefan senza troppa convinzione, colpendo molto male con l'esterno. È cominciato adesso l'ultimo minuto di gioco. Sempre 1-1 il punteggio. È un risultato che al 90% dovrebbe garantire la qualificazione alla Dinamo Dresda. Summer lotta ancora, Janig, chiude Stefan. Nulla di fatto, un'azione di alleggerimento comunque utile, anche se Vittoria Bucarest da qualche minuto a questa parte non ha più impensierito Tauber. Anche la squadra di Alagiana, soprattutto in questa ripresa, ha speso molto. Urzea, in grado di ripartire, viene strattonato, trattenuto, calcio di punizione. Tempo regolamentare che sta per scadere. Alagiana dice tutti avanti. Tutti in area. Kojokaru. Stare con gli occhi molto aperti, Saem. Colpi proibiti in area di rigore. Attende Kojokaru, tempo regolamentare già scaduto. Parte il cross, Korash controlla, Korash non ce la fa. Poi allontana Döschner. I tedeschi vorrebbero naturalmente il fischio finale. Vediamo l'arbitro, controlla il cronometro, accenno che si può proseguire. Kojokaru, calcio d'angolo. Vediamo se c'è tempo. Orologio dello stadio segna il 47esimo, ma abbiamo superato il 45esimo soltanto da 30 secondi. Kojokaru, sciabolata, attenzione, Minghe, svetta lui. Gran botta da fuori, Tauber blocca, ma ancora prima che il pallone giungesse tra le sue braccia, l'arbitro aveva fischiato la fine. Dunque 1-1 il risultato finale qui a Bucarest. La festa che sentite dei tifosi tedeschi naturalmente. Dinamo Dresda torna a casa con la qualificazione praticamente in tasca, e pensare che la partita era cominciata nel peggiore dei modi con l'espulsione di Kirsten al secondo minuto, ma la Dinamo... Sommer.
in diesen letzten zwei Minuten. Drei Ecken für die Dresdner Mannschaft. Mittlerweile läuft die 47. Minute. Also bereits die zweite Nachspielminute. Und wieder ein Eckball getreten von Pilz. Aber dieses Abwehrnetz ist eng geknüpft. Da ist bisher kaum ein Durchkommen. Schöner Einsatz Trautmanns, Stübner, jetzt ist etwas Platz. Menge wurde dann noch weggedrängt. Hinterhaltschuss von Sammer und großer Einsatz von Zarre. Und in diese Aktion hinein kommt der Schlusspfiff. 2,5 Minuten hat Herr Fredriksson aus Schweden nachspielen lassen, berechtigterweise. Und ich gebe jetzt zunächst einmal ab. 89. Diese Riesensalami sollte der erste Torschütze im Rückspiel gegen Viktoria Bukarest bekommen. Ralf Minge ließ sich da nicht lange bitten und stieß die Tür zum Halbfinale auf. Einmal auf den Geschmack gekommen, legte der Salami-Fan gleich noch eine Scheibe drauf. 36.000 waren aus dem Häuschen. Und nun kommt ein weiterer angriffsorientierter Mann auf den Rasen. Das kommt nicht unerwartet. Die dänische Mannschaft von Viktoria Bukarest wechselt ein zweites Mal aus. Für die Nummer 11 Paul Stefan Leisch spielt nun die Nummer 16 Pamel Tira. Und außerdem, liebe Fußballfreunde, möchten wir die Dresdner Auswechslung korrigieren. Mit der Nummer 13 ist nicht Uwe Jenich in der Partie, sondern Chef Büttner bekam das Vertrauen des Trainers. Damit ist also alles klar und 18 Minuten vor Beendigung dieser Viertelfinalpartie. Nun also dieser Angriff unserer Gäste. Der neue Mann mit der 16, jetzt ganz klar auf der Rechtsaußenposition. Absichtliches Handspiel. Ja, und das bringt wohl die rote Karte, denn er hatte schon gelb. Mira hatte schon gelb und für dieses absichtliche Handspiel bekommt er rot. Dreiundsiebzigste Minute. Er hatte in der ersten Halbzeit, als ich Leisch dort drüben auf der anderen Seite erkannt hatte, die gelbe Karte bekommen. Jener Kornel Mira. Und nun für dieses absichtliche Handspiel, was ja sofort eine gelbe Karte nach sich zieht, konnte Herr Fredriksson nicht anders entscheiden. Nun also in den verbleibenden 17 Minuten Konstellation wie beim Hinspiel, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Jetzt 11 Dresdner gegen 10 Bukarester. Keine Absicht von Kulcha gegen Pilz. Sammer öffnet das Spiel. Mauksch etwas zu spät. Etwas zu spät. Das Abspiel auf die rechte Seite hätte früher kommen müssen.
Auch ein schneller Bursche. Fane Zira. Nicht ungefährlich. Kopfball von Ursu. Sie bleiben auch mit 10 gefährlich. Es wurde ja schon in der Halbzeitpause von unseren Gesprächspartnern zum Ausdruck gebracht. Heute und hier bei diesem Rückspiel stellt sich diese rumänische Mannschaft doch in wesentlich anderer, besserer Verfassung vor, wirkt kompakter, spielstärker als vor gut 2 Wochen in Bukarest. Kirchner. Stübner stört gut. Und jetzt die Konterchance über Pilz. Gütschow ist aber allein vorn. Jetzt Minge. Gute Schussgelegenheit. Und das 2:0. Ralf Minge, doppelter Torschütze. Minute und das ist wohl doch die Entscheidung. Noch einmal. Also Pilz hatte lange das Abspiel verzögert, sah dann den heranstürmenden Ralf Minge, der kreuzt den Gegner und trifft dann ins äußerste Eck. Nizu zum zweiten Mal geschlagen. Da spielte der Dresdner mit der Nummer 10, Ralf Minge, seine Europacup-Erfahrung zweimal hervorragend aus. Im Spiel war er längst nicht so auffällig, wie man es aus seinen besten Tagen her kennt, aber was soll's, entscheidend sind die Tore. Und mit diesen beiden wichtigen Treffern nach 47 und 77 Minuten hat er das Tor zum Halbfinale weit aufgestoßen. Büttner. Die Spannung hat sich bei Eduard Geier vielleicht ein bisschen jetzt gelöst. Ein 2:0 reicht allemal zum Vordringen in die Runde der besten 4. Aber ich meine, in diesen letzten 11 Minuten ist vielleicht sogar noch mehr drin. Obwohl es richtig ist, wenn jetzt die Gelb-Schwarzen keinerlei Risiko mehr eingehen. Aber mit einem Mann mehr mit 2 Toren im Vorteil. Das sollte ihm doch reichen.
Ich freue mich für Ralf Minge ganz besonders, denn er hatte ja manche Verletzungsprobleme in der letzten Zeit zu bewältigen. Sucht energisch wieder den Anschluss zu finden und mit seinen prächtig herausgeköpften und geschossenen Toren heute dürfte er wieder zu altem Selbstvertrauen zurückgefunden haben. Foul von Stefan gegen Minge. Der Friedrichsen bedeutet, Minge soll außerhalb des Spielfeldes gepflegt werden, damit die Begegnung fortgesetzt werden kann. Beißt sich doch mal durch. Es wäre ja noch die Gelegenheit, in den Schlussminuten Uwe Jänig zu bringen. Vielleicht machen die Dresdner Verantwortlichen auch noch Gebrauch davon. Warten wir es ab. Ganz kurz kann dieser Marcel Korasch das Leder führen. Wieder. Stübner, unaufhörlich auf Achse. Steffen Büttner mit dem linken Bein. Da ist er ja schon. Uwe Jänig für Ralf Minge, der sich jetzt zu Recht den tollen Applaus der 36.000, den tosenden Beifall holt. Den hat er sich wahrlich verdient. Der zweifache Torschütze dieser Viertelfinalbegegnung hier in Dresden. In der 84. Minute verlässt der Doppeltorschütze Ralf Minge die Wettkampffläche. Und er wird in den letzten 5 Minuten vertreten von Uwe Jänig.
Wir müssen damit rechnen, dass Herr Fredriksson aus Schweden vielleicht eine Minute nachspielen lassen wird. Wegen einiger kleiner Unterbrechungen. Er ist schnell, Uwe Jenig, und jetzt kann er es machen. Und, tja, gelb oder rot heißt hier die Frage. Ein vorsätzliches, grobes Foulspiel von Mitsu gegen Jenig. Herr Fredriksson zeigt sich in diesem Falle gnädig. Er sagt, einmal rot genügt. Aber ich weiß nicht, solche Attacken müssten eigentlich ganz scharf geahndet werden. Denn er hatte ja nicht die Spur einer Chance, den Ball zu spielen, brachte den davoneilenden Uwe Jenig absichtlich grob zu Fall. Da ist er vorbei, da kommt das Bein. Tja, ich weiß nicht. Für mich ist so etwas rot. Aber na gut, streiten wir uns nicht mit Herrn Fredriksson, der ansonsten diese Begegnung im Griff hatte. Bleibt bei einem Freistoß. Betreten von Lieberam und die Antwort kommt zum 3:0 und Gütschow ist der glückliche Mann. Die passende Antwort haben die Dresdner gefunden. 87. Minute, Ausgangspunkt der Freistoß des Spezialisten Frank Lieberam. Und wieder einmal hatte er die richtige Nase. Der 26-jährige Thorsten Gütschow mit seinem 6. Treffer im laufenden Wettbewerb mit der Entscheidung. Und damit ist das Tor zum Halbfinale aufgestoßen worden. Nun, 3 Minuten vor dem Ende, zweifelt niemand mehr daran. Diesen Treffer hat sich Thorsten Gütschow wahrlich verdient. Auch heute, auch hier an diesem Tag. Ganz klar, dass die 36.000 jetzt aus den Häuschen sind. Eine zweite Halbzeit, die versöhnt, die alles vergessen macht, was in den ersten 45 Minuten an Ungereimtheiten und Unsicherheiten zu sehen war. Als im Sommer die Auslosung bekannt wurde, da sagten viele, oh ja, das wird eine ganz, ganz schwere Auftaktaufgabe, vielleicht sogar eine unlösbare gegen den FC Aberdeen. Und dann erkämpften sie sich mit einer bravourösen Leistung in Aberdeen ein 0:0. Dann folgte dieses 2:0 zu Hause. Dann der 4:1 Erfolg gegen die belgische Vertretung aus Waregem. Und die Zitterpartie beim Rückspiel, als die Mannschaft schon 0:2 hinten lag. Und dann durch den verwandelten Handelfmeter von Thorsten Gütschow ein 1:2 erreichte. Dann die beiden grandiosen Begegnungen. Der Elfmeter von Gütschow, Schlusspunkt einer ebenso mitreißenden wie eindrucksvollen Fußballgala. Ich hatte die Stationen aufgezählt bis hierher in diese 90. Minute. Dazwischen lag noch jenes 1:1 vor 15 Tagen in Bukarest und nun dieses 4:0, dies sollte der Endstand sein dieser Begegnung. Die Dresdner also zum ersten Mal in einem europäischen Cup-Halbfinale. An diese 88. Europapokalbegegnung
werden die Schwarz-Gelben noch lange denken. Jetzt natürlich Riesenlöcher in der rumänischen Abwehr. Die Mannschaft hat aufgesteckt und die Dresdner spielen spätestens seit dem 2:0 befreit auf. Da kommt das Zeichen nach dem 1:1 vom Hinspiel. Dem 0:0 Pausenstand heute am Ende ein klares und auch verdientes 4:0 für Dynamo Dresden. Herzlicher Glückwunsch von hier oben. Und ich weiß, dass sich mein Kollege Gottfried Weise unten sofort um Interviewpartner bemüht. Also dann halten wir uns bei der Vorrede auf. Bitte, Gottfried. Ja, ich höre Uwe Gansel, wir haben den Held des Abends, würde ich sagen, Ralf Minge, vor Kamera und Mikrofon. Ralf Minge, was gab es denn in der Halbzeit erstmal zu sagen, bevor Ihre zwei Tore fielen? Ja, stand fest, das 0-0 hätte uns noch gereicht. Wir waren natürlich nicht mit dem Verlauf der ersten Halbzeit zufrieden. Wir haben 10 Minuten gut begonnen, wenn dort ein Tor fällt, wäre sicherlich der ganze Verlauf anders gekommen. Aber im Nachhinein haben wir gesagt, ein 0-0 bringt den Tor weiter. Deswegen haben wir auch teilweise im überbetonten Sicherheitsfußball gespielt. Und nach dem 1-0, alle haben es gesehen, da sind irgendwie bei uns die Knoten geplatzt. Und wir haben dann voll auf Angriff gespielt, konnten kontern. Die rote Karte kam dazu. Wir haben mal zwei herrliche Tore geschossen. Beim zweiten sind alle aufgesprungen, auch ich hier unten. Haben Sie schon mal so ein schönes Europacup vorgeschossen? Kann man das jetzt schon sagen? Nein, ich habe, glaube ich, sogar noch nicht mal im Punktspiel so ein herrliches Tor geschossen. Also mit den Füßen aus der Entfernung. Ich bin eigentlich glücklich, dass ich es gemacht habe. Das haben Sie verdient. Viel Glück fürs Halbfinale. Haben die Fans hier aufgeschrieben. Ein Glücksspiel. Danke, Ralf Minge. Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute. Auf diesem Weg auch immer recht herzlichen Dank an unser stimmungskräftiges Publikum, die uns heute wieder 1:12 gemeint haben. Dankeschön, Ralf Minge. Zu meiner Er ist mehr als eben nur der große spielerische Angelpunkt, Dreh- und Angelpunkt der Mannschaft. Er ist mehr. Hier am Ball wieder. Gewinnt Raum. Hat viel getan während seiner Rehabilitation. Sieger Winson macht es auch sehr gut mit Direktspiel. Gaudino. Jetzt Klinsmann. Wieder eng bewacht von Trautmann. Noch einmal die Möglichkeit. Sieger Winson. Eckstoß. Katternetz. Nach wie vor nur eine Spitze von Dresden vorn. Sieger Winson. Gut, seine Pässe. Die braucht der VfB heute. Gaudino. Aber von links geht's weiter. Sieger Winson. Auch von ihm kommen heute endlich einmal die langen Bälle. Und Sie sehen, wie dankbar dieses Publikum ist nach vorausgegangenen Wochen, in denen der VfB, wie gesagt, hier vor allem zu Hause im Neckarstadion nicht überzeugen konnte. Abgesehen von der wirklichen Schlacht in San Sebastian. Gut gemacht! Das war hervorragend verlängert von Guido Buchwald. Und dann kam Fritz Walter um vielleicht 30, 40 Zentimeter zu spät hier nochmal zu sehen. Teuber. Gut auf der Linie mit Schwächen, immer dann, wenn es heißt, sein Tor zu verlassen. Bisher wenig geprüft. Immel auf der anderen Seite erlebt bisher einen geruhsamen Abend nach gespielten 15 Minuten. Eduard Geier in der Mitte hier. Ich möchte gern, dass ich seine Mannschaft ein bisschen im Mittelfeld besser orientiert, dass sie mehr Bindung untereinander findet. Aber der VfB ist überlegen, die bessere Mannschaft. Gaudino, immer wieder gute Flackenbälle von rechts und von links. Uwe Kirchner. All die Abwehrspieler von Dynamo Dresden, die eigentlich sonst bei den Spielen in der DDR-Oberliga, hier nochmal die Szene, es gewohnt sind, sich mit nach vorne einzuschalten. Sie haben heute genug hinten in der Abwehr zu tun. Sie können sich diesen Luxus nicht erlauben. Der VfB beginnt gut. Mit enormem Druck. Gaudino, wieder eine Action. Nicht überzeugend, die Kopfballabwehr. Und Karl Allgöber hätte diesen Fehler um ein Haar genutzt. Noch einmal zu sehen hier, nach diesem Abwehrfehler, der vorausgegangen war.
Sommer. Ja, sie haben bisher noch nicht gezeigt, was sie können. Die Jungs von Dynamo Dresden verdienen ja auch. Völler gewarnt hat. Rudi Völler von Rom. Und Sigurd Winson. Missverständnis und Konterangriff. 4-3. Und der fünfte kommt mit nach vorn. Ganz allein. Oh! Das ist die Gefährlichkeit von Hans-Ove Pilz, den wir hier im Bild sehen. Noch einmal die Wiederholung. Ganz frei steht er da. Drei Stuttgarter neben ihm und wäre da nicht dieser Eike Immel gewesen, der sich ganz, ganz lang gemacht hat, dann hätten plötzlich die Dresdner geführt. Hans-Ove Pilz. Das ist unangenehm für einen Torhüter bisher, nur da zu stehen, zu frieren und dann wird er gleich so ernsthaft auf die Probe gestellt. Aber jetzt das gleiche Bild auf der Gegenseite. Zwei Stuttgarter gegen vier Dresdner, aber Fritz Walter. Vorbei an knapp 50 Sekunden gespielt. Sie haben nichts versäumt. Keine Veränderung beim VfB Stuttgart. Aber wir sehen Büttner mit der Nummer 13 hier im Bild bei der Mannschaft von Dynamo Dresden. Er ist hereingekommen für den verletzten Matthias Döschner. Ja, noch ein kurzes Wort zur ersten Hälfte. Ich muss mich da nochmal wiederholen. Das war auch eben im Gespräch mit dem Kollegen der DDR in Übereinklang zu sehen. Der VfB in der ersten halben Stunde die bessere Mannschaft. Dresden hatte große Schwierigkeiten, seinen Rhythmus zu finden. Wirkte gehemmt. Hatte vielleicht zu viel Respekt vor dieser bundesdeutschen Mannschaft, die man ja aus dem Fernsehen in der DDR gut kennt, wie alle Mannschaften der ersten Bundesliga. Döschner hier draußen. Aber dann kam doch Dynamo Dresden etwas besser ins Spiel und hatte auch, Sie haben es gesehen, vor allem eine Tormöglichkeit, die Immel vereiteln konnte. Der VfB beginnt, so scheint es mir, ähnlich wie in der ersten Hälfte mit Tempospiel. Wird aber jetzt, wie Sie eben gesehen haben, viel eher gestört und auch die Konterangriffe kommen jetzt schneller. Der erste in der zweiten Hälfte. Pilz, Sommer. Und die Abwehrspieler rücken mit auf. Dieses Spiel wird ja auch live in die DDR übertragen. Wer auf unserem Kanal ist, hier bei der ARD, aus der DDR, aus welchen Gründen auch immer, dem sagen wir herzlich willkommen. Die Mannschaft, Ihre Mannschaft, liebe DDR-Fans, ist hier in Stuttgart herzlich aufgenommen worden und hat einen ausgesprochen zurückhaltenden, sympathischen Eindruck gemacht am gestrigen Tag. Bei der Vorstellung. Guido Buchwald. Da fehlten aber gut 4,5 Meter. Aber immerhin, der Guido Buchwald geht immer häufiger mit nach vorne und das beobachten wir schon seit einigen Monaten. Jetzt mittlerweile drei Spitzen bei Dresden vorn im Gegensatz zur ersten Hälfte. Man will sicher offensiver spielen. Karl Allgöber, hier vorne Sommer. Ja, das habe ich Ihnen schon gesagt, also Büttner für Döschner im Spiel. Der Spielführer Pilz.
Sieger Winson. Jürgen Klinsmann. Und Minge. Ich möchte noch einmal Avi Hahn zitieren, der gestern beim Abschlusstraining sagte, wir müssen heute einfach ein Tor schießen, zwei Tore wären noch besser, um dann in zwei Wochen in der Hölle von Dresden bestehen zu können. Ja, mit dem Jürgen Klinsmann, da gehen sie jetzt ein bisschen ruppig um. Das war Andreas Trautmann. Wollen ihn einschüchtern. Jenen Mann, der doch noch ein bisschen Schwierigkeiten hat, seine schwere Verletzung so von heute auf morgen wegzustecken. Entfernung zum Tor, 22 Meter. Schröder legt vor, Allgöfer schießt. Und Lieberarm kann noch gerade retten. Der freie Mann im Abwehrzentrum. Großartig gemacht. Hier nochmal zu sehen. Zu kurz abgewehrt. Da kam noch gerade Lieberarm hinzu. Nach 6 Minuten. Wieder Eckstoß VfB Stuttgart. Gaudino. Und jetzt ist der Fritz mal davon. Aber gegen zwei Dresdner. Wunderbar hat er das gemacht. Schade, dass da Trautmann im Weg stand. Diesen Sonderbeifall, den hat der Fritz Walter durchaus verdient. Unmöglichkeit, Allgöber, Tor! Ist das 1:0. Ich glaube, Hartmann war es mit einem langgezogenen Ball. Und dann das 1:0 durch Karl Allgöber. Wie viele Spiele hat dieser Mann schon entschieden? Herrlich gemacht. Noch einmal hier, in der Tat, Hartmann, 25 Meter, nicht Absetzposition von Allgöber, und endlich ist das 1:0 unter Dach und Fach gebracht. Gespielt 69, vielleicht 70 Minuten. Ganz wichtig, das sagte Avi Hahn noch immer wieder, ist 1:0 gegen einen Dauerläufer, mal rechts, mal links. Und auf geht's, Walter. Gerade in einer Phase, in der Dresden besser wurde, da schoss der VfB dieses ganz, ganz wichtige 1:0. Wieder Hartmann. Bisher unauffällig. Jetzt hervorragend. Gaudino. Da hatte wohl Torhüter Ronny Teuber noch gerade den Fuß dazwischen. Endlich bekommt dieses Spiel ein bisschen mehr Pfeffer. Ich kann nur für Sie hoffen, meine Damen und Herren, an diesem ARD-Fußballabend, dass das dann anschließend in Neapel auch der Fall sein wird. Aber das Spiel hier ist besser als vielleicht erwartet. Hector Schröder und um ein Haar ein weiteres Tor. Gespielt jetzt etwas mehr als eine Stunde und wir notieren Eckball Nummer 8 für Dynamo. Gaudino, verfolgt von Hauptmann und zu Fall gebracht. Die Zeitlupe dieser Situation eben noch einmal, inzwischen der VfB in der Nähe des Dynamo-Tores, selten genug war das bislang der Fall. Hartmann, Klinsmann,
Und Freistoß. Ich weiß nicht, ob Jürgen Klinsmann sich an einen unangenehmeren Gegenspieler erinnern kann. Andreas Krautmann, 29 Jahre alt, er war vor 10 Jahren schon gegen den VfB dabei. Damals kamen ja die Stuttgarter nach 0:0 und 1:1 hier in Dresden weiter. Und er hatte bislang herzlich wenig zu tun. Ronny Täuber, Torhüter auf Dresdner Seite. Gaudino. Und da steht Karl Algöber. Algöber. Tor! Mindestens 25 Meter waren das. Die Mauer stand. Kein übermäßig komplizierter Freistoßtrick, einfach rübergelegt, schauen Sie. Und mit diesem Flachschuss, wie ein Strich ins linke Eck, typiert der Libero die Dresdner. Da gab es überhaupt nichts zu halten, noch etwas abgefällt von Sammer. Der Ball passte und besser könnte die Ausgangsposition für den VfB nicht sein. Karl Algöber, vielleicht Stuttgart, großer Retter. Das 1:0 im Neckarstadion vor 14 Tagen. Und jetzt hier dieses 1:0. Ich zitiere noch einmal Ari Hahn. Ein Tor und wir sind weiter. Wir werden sehen, zu spielen noch 21 Minuten. Eins ist sicher, eine Verlängerung kann es nicht mehr geben und Dynamo Dresden muss jetzt schon 3 Tore erzielen. Also Schwaben sind ja bekanntermaßen sparsam, aber aus einer solchen Chance, wenn man denn einen Freistoß aus 25 Metern als Chance bezeichnen will, ein Tor machen, das ist schon effektiv. Winson muss aufpassen, hat schon Geld. Das war Hans-Uwe Pilz. Bester Mann auf dem Platz und Himmel mit der Hand dazwischen. Eckball Nummer 9. Alle Freistöße, alle Eckenschießer. Uli Hoeneß, der damals zweimal so davonzog wie jetzt Klinsmann. Ball gespielt. Etwas zu weit vorgelegter Ball. Uli Hoeneß, heute Bayern-Manager, damals Stürmer. Erzielt sich jetzt 2 Tore. Und Eduard Geier war auch vor 2,5 Jahren Assistenztrainer noch bei Dynamo, bei jenem denkwürdigen 7:3 in Uerdingen, als die Krefelder weiterkamen. In 16 deutsch-deutschen Begegnungen im Europacup die Mannschaften aus der Bundesrepublik Deutschland 12-mal erfolgreich. Und jetzt, 7 Minuten vor Schluss, sieht es auch danach aus, als käme VfB als 13. weiter. Und da notieren wir das 1:1 durch Franz Lieberam. Die Zeitlupe
Da wird tief festgehalten, aus der Partie genommen. Und dann ist die Schussbahn frei für Lieberamp. Noch einmal, vielleicht sehen wir es aus der Perspektive noch besser. Dietsch, jetzt wird er festgehalten, hat selber gedrückt. Und Lieberamp in die lange Ecke. Sechseinhalb Minuten noch. Ich habe es vorhin vorgerechnet, zwei Tore bräuchte Dynamo noch. Nach der seinem bekannten Europapokal-Arithmetik. Schäfer. Gestreckter Fuß, Freistoß VfB. Noch. Himmel! Und Schäfer wirft sich im letzten Augenblick in diesen Direktschuss von Gücü. Also abgehakt ist das Ganze nicht. Claudino, kein Abseits. Eckball. Da ist Eduard Geier. Der neue Wege geht im DDR-Fußball, seine Mannschaft als Modell sieht. Weg vom reinen Kollektiv hin zu mehr Individualismus. Ecke Gaudino. Über. Bild. Schäfer schön gesehen, Nico Winson.
Klinsmann mit vorne. Klinsmann. Das ist vielleicht eine der wenigen Schwächen bei Jürgen Klinsmann. Da ist er manchmal zu überhastet, wenn er allein gegen einen Gegenspieler geht. Die letzte Minute läuft, aber ich nehme an, Brumayer wird noch ein paar Sekunden zumindest nachspielen lassen, Sammer. Klinsmann gegen eine gelb-schwarze Mauer. Der VfB hat gekämpft, vom Einsatz her sicher beeindruckend. Spielerisch war es keine Offenbarung, konnte es vielleicht nicht sein gegen einen Gegner, der so hemmungslos auf Offensiv setzen musste. Dietsch. Hartmann. Igor Binson, Ball halten jetzt. Und auf Abseits achten. Gaudino. Und der Übersteiger. Unter der Rückpass. Igor Binson. Jetzt laufen sie alle weg. Da drüben ist Klinsmann. Er braucht noch Spielpraxis. Das ist klar nach einer so langen Verletzungspause. So 40 Sekunden über die Zeit. Brumayer schaut auf die Uhr. Also ich glaube nicht, dass hier noch viel passiert. Eine Minute noch, zeigt der Schiedsrichter an. Aber ich glaube, in der Schwabenmetropole kann man's rechnen anfangen. Zwei Spiele gegen Neapel. Igor Binson. Klinsmann. Sammer gerade noch dazwischen. Ist das erste UEFA Cup Endspiel. Das ist ja der einzige Wettbewerb mit zwei Endspielen. Paradox, das Ding. Zunächst in Neapel. Und dann wird das Neckarstadion Maradona und Co. erleben. Noch einmal also große Kasse. Dann gibt es großes Geld für Jürgen Klinsmann, von welchem italienischen Verein auch immer. Und man hat auch personell schon geplant. Heute wurde ja bekannt gegeben, dass Frontek von Mönchengladbach unterschrieben hat. Da ist der Schlusspfiff. Und auch Chor von Kaiserslautern. Hier sucht man noch einen großen Star. Aber der VfB verbucht den größten Erfolg in seiner Vereinsgeschichte, hat zum ersten Mal ein europäisches Finale erreicht. Da wird allerdings Jürgen Klinsmann fehlen nach seiner zweiten gelben Karte.